Restaurant? Ja, ach, die ist eh schlecht drauf. Tommy! Ich kann nicht mehr rein, ich kann nicht mal kurz helfen. Da geht die doch ein. Da geht die nicht mehr. Bitte. Ja, aber das
hinten noch ein paar neue Bremsen? Hoch durch. Du bist ähnlicher Verwesungszustand sozusagen. Ja, originaler Verwesungszustand. Ja, die Bremsen sind durch. Die sind durch. Ja, also Bremsbelag ersetzen 15 Euro. Pro Bremse, Zug pro Bremse normalerweise 15 ja. Euro. Musst du jetzt sagen, was wir machen sollen. Ja. Dann erstmal in Ordnung. Was? Und vorne neu. Werkzeug, ich hab's. Also noch. Den Bremszug neu? Den Bremszug ja neu. Genau, Bremszug neu. Und wenn da ist, noch ein paar Bremsen. Ja. Ja. Ja, dann bist du ja vorderer Bremse sozusagen komplett, wäre schon 30 weg. Okay, aber das ist die 15 Euro. Mit Anbau und Einstellen und alles, ja. Ja. Gut, machen wir. Hier, machen wir ein schönes Video und dann macht das Ding mal. Entstaubt das mal. Internet. Luftfunk. Ey, Mann, das ist seit 15 Jahren, glaube ich, nicht mehr. Nein. Lange auch. Na klar. Es ist schon lange, aber nicht mehr. Das ist schon. Nee, das ist schon. Ja, wir wohnen seit 12 Jahren hier, seit 12 Jahren definitiv nicht. Ernsthaft? Ja. Das ist nicht mehr gefahren. Krass, Wiederbelebung. Das ist total genial. Das ist eine Staubschicht. Gelenker. Das ist ja fast schon Biotop. Geil. Alex. Hier ist so. Was steht hier? Amöber. Amöber. Magisch. Fange ich ja gleich an zu niesen, Hassi. Oh. Sag ich doch. Ich sag ja, ich fange an zu niesen. Nimm mit auf den Hof und setz es abspülen. Ach so. Nee, weißt du, ich hab halt nicht das Vorschlag gemacht. Weg mal jetzt Bremsbelag. Nimm mal trotzdem. So, vorher haben wir ja gesehen. Stopp von 15 Jahren. 12 Jahren mit Sicherheit. So, Bremsbeläge vorne, hinten und...
Hey, hallo. Kurze Frage. Bei mir ist beim Laufrad von unserem Enkel eine Mutter abgegangen, eine Stoppmutter. Habt ihr eine 10er Stoppmutter? Welches Teil? Ja, das ist vorne an der Gabel. Also da brauche ich auch auf jeden Fall eine 10er Stoppmutter. Hier? Ja, so da in der Nähe. So, ja, also, ich hab das Laufrad ist selbst gebaut. Das ist kein typisches Produkt, aber 10er Mutter. Stoppmutter, das passt. Kein typisches Produkt. Nein, ein Selbstbau aus Holz. Da gibt es doch keine typische Stoppmutter. Ja, aber eine 10er, eine 10er. Das wäre ein 8er. Ja, eine 10er mit einem Rauschen. Nee, die muss eine Stopffunktion haben, sonst nützt die an der Stelle. Nee, eine größere Stopfmutter nicht. Habt ihr nicht? Nee, das ist ja nur für die, wie gesagt, entweder für die Schutzblechbefestigung. Nee, das ist eine ganz andere Sache. Das ist hier, ich habe hier eine Gabel gebaut, da ist hier ein Holz, da ein Holz und dann dreht sich das. In der Größe braucht man es nicht für. Nee, für Räder dafür nicht kann sagen. Ja, dann habe ich Pech, danke. Baumarkt! Ja, die geben einfach nicht einzeln, dass das Boot. Na doch, klar. Ja, Bauhaus zum Beispiel. Im Bauhaus, ja, kannst du einzeln abholen. Echt? Ja. Okay. Mit Abwiegen ist es denn. Oh, alles klar. Ja, passend. Sonntag heute oder was? Nee. So. Nee, du brauchst ja auch nicht lachen. Ich will jetzt Pinunse sehen. Hab ich nicht. Und will ich nicht, um Gottes Willen. Lass die weg. Weg. Nee. Ist mir scheißegal. Hier, Bruno. Bruno's neue Freundin. Porzellanpuppe. Müll. Echt? Ja. Nee, aber ich hab kein schönes Fahrrad für dich um. Ich nehme mal keine Fahrräder mehr. Guck dich mal an. Guck dich mal an. Ich guck mich mal an im Spiegel. Guck dich mal an. Ich hab ein schönes Fahrrad. Schon weg, siehst du? Schon weg doch. Nee, was zeigt er noch mit? Schöne Fischer. Schöne Fischer. Fortuna, die Göttin des Glücks. Du musst alles aufhören. Ja. Ich nehme alles auf. Alles, was du mir bringst, nehme ich jetzt auf. Ist denn das Rad legal? Ja. Ja? Mhm. Woher weißt du das? Ja, ich weiß. Woher denn? Aus sicheren Kreisen. Ah, wenn es Kreise sind, dann ist es schon mal unsicher. Nee, ich hab Schlüssel noch. Wie, ich hab Schlüssel noch? Hm. Da steckt das schon. Ja, ich hab noch einen. Ja, das hab ich mal. Ganz weit, oder? Ja. Ja, und? Was machen wir dann? Na, zu rechnen. Was hab ich noch? Ja. So, na, fünf. Du hast jetzt Zeit, hier mal kurz mal zu so schauen, wo dran die Feineinstellung scheitert. Müsstest du da lassen. Da lassen? Bis wann? Bis heute irgendwann. Ich weiß ich nicht. Ich muss dir einfach sagen, was ich mir angucken soll, dann guckst du mir dann an. Aber ich muss erstmal das Rad reparieren da unten. Deswegen, ja, heute wäre super. Der kommt ja gleich wieder, deswegen. Ach so, ja, okay. Bis 7? Ist das okay? Keine Ahnung, wie spät ist es? Keine Ahnung. Was muss denn gemacht werden? Ja, der Umwerfer muss eingestellt werden, die Feineinstellung. Also läuft schon, alles gut, nur schleift minimal. Und das. Ja, guck's mir an, ja. Ja? Ja, ist da. Alles klar. Willst du runterbringen oder? Ich bin's da. Ja? Okay. Warum hast du so billig geholt alles? Ja, weil ich nur ein billiges Stadtrad haben wollte. Decathlon oder so, ne? Nö, aus dem Laden aus Charlottenburg. Ja, ja, aber komm für die Stadt. Ne? Hast du ein teures Rad, hast du nicht lange was davon. Ja, aber es sieht ja auch aus wie ein teures Rad, hast du ja auch nicht lange was davon. Das ist das Problem. Das Problem ist, in dem Moment, wo du fährst, fährst du lieber für die Zeit, die du fährst. Fährst du lieber ein Rad, was sich gut fährt, als. Aber es fährt sich gut. Also alles fein. Ja, okay. Für die Stadt ja, ist alles, also ist okay. Und das andere teure ist im Keller und fährt nur auf Straße und also das ist ein Rennrad und das ist okay. Okay. Na, ich guck mal, weil wie gesagt, mit dem Einstellen ist eben bei den Dingern immer so. Ja. Weil die haben von Hause aus ein bisschen Spiel, die sind natürlich nicht so präzise wie die teureren Gruppen, ja, ne? Ja, ist ja auch klar. Mhm.
Und deswegen kannst du ja mal gucken, ich guck's mir an. Hinkriegst, ja? Ja. Super, alles klar. Da kommst du um 7 vorbei. Ja. Bis dann, ciao. Hey, ein Chrisson. Chrisson. Bruno ist immer noch da, der ist immer noch nicht young. Ich werde nicht los. Ich will mir unbedingt ein Rad verkaufen. Weil ich da gesagt habe, ich nehme keine Räder mehr an. Ich kann die Räder so schnell nicht verkaufen, wie ihr die mir bringt. Und aus sicheren Kreisen hört sich ja furchtbar an. Für mich. Nee, Mann. Ich habe aber Angst. Das habe ich schon mal gesagt. Permanent steht so ständig. Angst ist mein ständiger Begleiter. Fühlt sich das gut? Nee. Ich will kein Rad haben. Was will ich jetzt hier denn sagen? Außer so. Ich kann kein Rad mehr brauchen. Ich weiß nicht, wohin damit. Kein 30er. Ich geb dir ein 20er. Wie schön fahren? Verkauf es woanders. Nee, du wirst ja los. Nicht. Schnell. Kann ich nicht. Verkauf es an der Brücke. Stell dich vorne hin. Kriegst du 40, kriegst du 50 Euro sogar. Aber ich will es einfach nicht haben. Ich will es eigentlich einfach nicht haben. Ich würde es für 20 Euro nehmen, dann hast du was irgendwie Geld oder irgendwie was. Aber du bringst mir auch kein Geld, Bruno. Mann, du willst immer nur Geld haben. Ich kann dir auch. Sag mal so, ich kann dir 20 Euro ja nicht mal heben. Ich würde die auch nur verrechnen. Ich würde die runterrechnen. Oh nee. Ja, oh ja. Oh ja, weil ich kann dir kein Bargeld mehr heben. Bruno, bist bei 90 Euro. Nee. Du wolltest am Sonntag kommen. Nee, ich war aber jetzt nicht gut Ja, was soll ich denn machen?